Ein ganz normaler Schultag war das heute an der Stadtteilschule in Blankenese nicht. Alle Schülerinnen und Schüler sollten um 10 Uhr zur Schule kommen. Ein Kriseninterventionsteam und Schulpsychologen waren ebenfalls vor Ort. Wir haben nur Unterricht mit unserem Klassenverbund, mit unserer Klassenlehrerin. Und genau, ein Typ von einem Institut kam auch heute in unsere Klasse rein und war für uns da. Und die, die noch mehr darunter leiden, hat uns Fragen gestellt und genau. Ja. Genau, ja. Also wir können jetzt frei entscheiden, was wir machen. Wir sind jetzt gerade zum Bäcker gegangen. Andere malen oder lernen oder reden halt noch darüber, was gestern passiert ist. Denn der Schock von gestern sitzt noch tief. Es war ein komisches Gefühl, weil auch Freunde in anderen Klassen, man hatte halt auch Angst um die. Und eigentlich die Geräusche, wie das SK, wie heißt das? SEK durch die Gänge gelaufen ist, das war schon die Geräusche und die Stille auch manchmal, das war schon krass. Gestern Vormittag bedrohten zwei Jungen eine Lehrerin im Beisein ihrer Klasse mit einer Schusswaffe und lösten so einen Großeinsatz der Polizei aus. Nach Durchsuchungen der Schule und im näheren Umfeld fehlte von den Tätern zunächst jede Spur. Gegen 14.50 Uhr dann ein weiterer Notruf. In einer Grundschule in Bahrenfeld wurde ebenfalls ein Lehrer mit einer Waffe bedroht. Die Tatverdächtigen flüchteten daraufhin aus der Schule. Die Polizei hat im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen dann dort 4 Personen vorläufig festgenommen. Dabei handelt es sich um einen 11-jährigen Jungen, 2 12-jährige Kinder und einen 14-jährigen Jugendlichen. Bei der Festnahme sind dort 2 Waffen sichergestellt worden. Das ist nach unserer Augenscheinnahme sind das Spielzeugwaffen. Darüber hinaus ist Bekleidung sichergestellt worden. Laut Polizei könnten 2 der festgenommenen Kinder auch die Täter aus Blankenese sein. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Es handelt sich dabei um die 12- und 13-jährigen Jungen. Die beiden sind noch nicht strafmündig. Warum sie die Lehrer bedroht haben, ist noch nicht klar. Schulsenator Thies Rabe besuchte heute die Schule in Blankenese und äußerte sich schriftlich. Ich bin tief beeindruckt, wie umsichtig die Pädagoginnen und Pädagogen der Stadtteilschule Blankenese in einer sehr schwierigen Situation Verantwortung für ihre Schülerinnen und Schüler übernommen haben und das zermürbende Warten in den abgeschlossenen Klassenräumen so gestaltet haben, dass die Kinder und Jugendlichen sich so gut wie möglich geborgen gefühlt haben. In der Blankeneser Schule wird wohl noch den Rest der Woche Ausnahmezustand herrschen. Alle Klassenarbeiten bis Freitag sind abgesagt.